Liebe Arnstädterinnen, liebe Arnstädter, es ist in der Zeit zurückzublicken und vorauszuschauen. 2022 war ungeheuer turbulent. So unglaublich viel passierte in diesen 12 Monaten. So dicht folgten Ereignisse, Entscheidungen, Veränderungen, dass die Tage nur so rasten. Das Jahr war nicht nur durch die Corona-Pandemie geprägt, sondern, Sie alle wissen es, überlagerten sich und überlagern sich aktuell mehrere Krisen. Der Angriffskrieg Russland auf die Ukraine, die aktuelle Energiekrise sowie eine Inflation in ungeahnter Höhe. Flankiert wird diese Krisensituation von den spürbaren Auswirkungen des Klimawandels und des Fachkräftemangels. Es ist eine große Verunsicherung deutlich spürbar. Diese Verunsicherung bereitet mir und vielen anderen Menschen auch große Sorgen. Alles wird teurer, vieles ändert sich. Plötzlich gelten alte Gewissheiten nicht mehr. Unser Land ist aus dem Tritt geraten. Unmut machte und macht sich breit. Die Gesellschaft ist gespalten. Dabei ist Zusammenhalt in diesen Tagen wichtiger denn je. Doch wenn wir uns anschreien, real oder im Netz, bringt das niemandem etwas. Es kostet Lebenszeit und vergeudet Kraft. Kritik und andere Sichtweisen gehören natürlich zu unserer Gesellschaft. Aber nicht der hat recht, der am lautesten schreit. Wir müssen wieder lernen, vernünftig miteinander zu reden. Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, ich kann Ihnen versichern, dass ich als Ihr Bürgermeister gemeinsam mit der Stadtverwaltung und dem Stadtrat weiterhin mit viel Engagement und Kraft für Sie da sein werde. Gemeinsam werden wir alles geben und die Geschicke so lenken und leiten, dass Arnstadt gut durch diese Zeiten kommt. Bislang ist uns das gelungen. Wir bleiben nicht stehen. Wir investieren weiter für Sie in unsere Stadt. Aktuell entstehen 2 neue Kindergärten, die in wenigen Monaten bezogen werden. Auch soll ca. 1 Million Euro im Jahre 2023 in unsere Kitas fließen. Wir gestalten den Theatervorplatz im Schlossgarten neu. Er wird 2023 zum grünen Wohnzimmer unserer Stadt. Wir errichten am Obertunk ein Sozialgebäude für unsere Sportlerinnen und Sportler. Wir sanieren unsere Schätze. Mont Plaisir im Schlossmuseum oder den Schlossbrunnen. Wir sanieren weiter unsere Straßen. Aktuell die Arnsbergstraße und in 2023 die Schlossstraße. Wir gehen mit der Zeit auf unser neues, hochmodernes Feuerwehrgerätehaus, sind wir alle sehr stolz. Und natürlich sind wir auch für unsere 17 Ortsteile da. In Marleshausen wurde das Multifunktionsgebäude fertiggestellt. Die Schutzhütte Rheinsfeld erstrahlt im neuen Glanz. In Siegelbach konnte die Trauerhalle und in Rudesleben das Kriegsgräberdenkmal wiederhergerichtet werden. 2023 kann sich Angelhausen-Oberndorf über ein Bürgerhaus freuen und Ettischleben über einen neuen Festplatz. All das ist viel für eine Stadt wie Arnstadt. Aber das macht uns aus. Wir bleiben nicht stehen, es gibt immer was zu tun. Bislang trotzen wir auch mit viel Optimismus jeder Krise. In der letzten Sitzung des Stadtrates konnte ich zu meiner großen Freude wieder einen ausgeglichenen Haushalt für 2023 einbringen. Auch im kommenden Jahr erhalten unsere Vereine, der Sport, die Kultur, aber auch unsere Ortsteile die volle Unterstützung ohne Einschnitte. Unsere WBG hält die Mieten stabil, die Stadtwerke erhöhen die Preise bei weitem nicht so, wie ursprünglich befürchtet, da sie vorausschauend, soweit das möglich war, eingekauft haben. Und zwischendurch haben wir 2022 auch nicht versäumt, große Feste zu feiern, wie das 30. Stadtfest oder unsere traditionsreiche Halloween-Nacht, das Bach-Festival oder auch den Wollmarkt. Ein großer Wermutstropfen bleibt für mich die leider erfolglose Bewerbung um die Landesgartenschau 2028. Aber unsere Planungen waren nicht umsonst. Die Konzepte fließen selbstverständlich in die weitere Entwicklung unserer Stadt ein. Ich freue mich auf 2023 und bin gespannt, was es uns bringen wird. Unsere Arnstadt
wird weiter gesund wachsen und gedeihen. Davon bin ich überzeugt. Überzeugt bin ich auch davon, dass immer mehr Menschen merken werden, wie schön Arnstadt ist. Liebe Arnstädterinnen, liebe Arnstädter, ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und ein gesundes neues Jahr.